21. Tag des Monats September. In einem der frühen Jahre eines noch nicht weit zurückliegenden Jahrzehnts sah sich die Menschheit unversehens einer tödlichen Bedrohung ihrer Existenz ausgesetzt. Der unheilvolle Widersacher, von dem die Gefahr ausging, tauchte, wie es solche Widersacher häufig tun, an einem scheinbar höchst unschuldigen, ganz unwahrscheinlichen Ort auf. Sieben Monate.
Er sagt mir, stell dich nicht an, schrub den Boden auf. Ich war ein Kind ohne Eltern und mein Zuhaus war wie Skiblock. Er nahm mich auf, gab mir Essen, ein Bett, einen Job, ein Stück Brot. Sagt mir, ich wär ein Idiot und hat recht. Ich lebe. Jeden Tag spazierte ich über den Blumengroßmarkt.
dann kam zu dem Stand von diesem alten Chinesen. Der verkauft mir manchmal schräge exotische Kreuzungen. Denn er weiß, seltene Pflanzen sind mein Hobby. Da, 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 du. Er hat nichts Ungewöhnliches gehabt an jedem Tag. Du, da, du. Und wissen Sie, ich wollte gerade weitergehen. Das war gut. In diesem Augenblick und völlig unerwartet schob sich der Mond vor die Sonne. Und da fing die Finsternis an. Plötzlich war es sehr dunkel. Und dann hörte ich dieses summende Sphärenklang aus einer anderen Welt. Als es wieder hell wurde, saß diese abhängige Pflanze da. Ich wusste genau, es war eine wahnsinnig interessante neue Pflanze. Oh, pretty smooth. Ich hätte schwören können, dass der alte Chinese sie vor der Sonnenfinsternis noch nicht da hatte. Hat mir dafür trotzdem $1.95 abgeknöpft. Eine ungewöhnliche Geschichte und eine außergewöhnliche Pflanze. Oh, wenn ich doch schon einmal hier bin, dann kann ich doch gleich für $50 Rosen mitnehmen. $50? Natürlich, mein Herr, ist sofort. Jetzt können Sie einen Hunderter wechseln. Moment. Nein, tut mir leid, wir haben schon abgerechnet heute. Nun, dann muss ich halt doppelt so viele nehmen. Doppelt so viele? Für $100? Vielen Dank. Ja, mein Herr, Sie haben eine wirklich sehr außergewöhnliche Pflanze. Bitte. Beehren Sie uns bald wieder. Jetzt steht die so rum. Schnell, schnell, stell diese Pflanze. Wie nennst du das Ding? Audrey 2. Ja, genau. Stell Audrey 2 hier ins Fenster, damit die Passanten sie sehen können. Oh, Waffeltopf. Kinder, ich lade uns alle zum Abendessen ein. Oh, ja. Nichtsnutz. Also Audrey, ich sag dir eins. Du solltest lieber zu einem Psychiater gehen, als zu dem. Der Bursche, der taugt doch nichts. Er ist sehr erfolgreich in seinem Beruf. Ja, was für ein Erfolgsmensch. Fährt auf dem Motorrad durch die Gegend und kommt im schwarzen Lederdress daher. Er passt sich nicht an, Mr. Muschnick. Aber er verdient gut. Und außerdem habe ich keinen anderen. Einen guten Appetit wünsche ich. Guten Nacht, Seymour. Guten Nacht, sagt der Offizier. Audrey. Armes Ding. Gehen wir immer noch Abendessen? Du gehst nirgendwo in Quellborn. Du kümmerst dich jetzt um diese kranke Pflanze. Warum wird sie denn immer schwächer? Sie macht mir Kummer, wie gesagt. Sie welkt. Einfach so. Audrey 2 ist kein gesundes Mädchen. Unter uns gesagt, Audrey 1 auch nicht. Wenn ich nur wüsste, welche Art sie ist. Was für einer Gattung sie angehört. Aber sie steht in keinem Buch. Also ich rate, das schleunigst herauszufinden. Ist das nicht unglaublich, wie diese kleine, exotische Schönheit das Geschäft belebt hat. Ja. Dann ans Werk! Flieg diese kranke Pflanze gesund! Ich verlasse mich auf dich! Ich weiß. Ja. Dann an die Arbeit! Gute Nacht! Weg, ihr Rotznasen! Runter vom Gehsteig! Go. Oh, Stewie. Ich weiß nicht, was ich noch für dich tun kann. Mr. Muschnick und Audrey haben mich ja gerade erst kennengelernt. Aber ich mach das ja jetzt schon wochenlang durch. Wachsen und wellen, keimen und kümmern. Bist du echt krank oder einfach nur stur? Was fehlt dir? Was brauchst du? Ich hab dich gegossen. Ich hab dich bewacht. Doch du hast
hast mir bisher nur Kummer gemacht. Ich bitte dich von Herzen, folg endlich dem Trieb. Sei lieb, wach für mich. Ich habe dich himmlisch gestärkt und verjüngt. Ich habe dich mit Stallmist und Asche gedüngt. Zeig mir, dass dir's gut tut. Ich meine im Prinzip. Sei lieb, wach für mich. Ich hab dir den Topf ausgewechselt, in welchem du steckst. Und ich hab dir Laub klein gehäckselt, dass du endlich wächst. Ich hab dich geschockt und gepäppelt und meinte es gut. Ich gab dir Verbände und Spurenelemente. Sag, was willst du noch von mir, Blut? Autsch! Blöde Rosen, blöde Dornen. Ungeschickt von mir. Ich schau, was mir passiert ist. Du öffnest dich? Warum? Ich glaube, ich weiß warum. Zur Gewohnheit wird. Was immer ich anstelle, es ist wohl ein Witz. Du bist erst zufrieden, wenn ich gut für dich bin. Hier nimm ein paar Tropfen. Jetzt grüner Polyp. Sei lieb. Fesseln angelegt. Nein, nur Handschellen. Oh.
wieso denn nicht? Er würde wütend werden. Und wenn er mir das aus Liebe antut, stellt euch mal vor, was er mit mir macht, wenn er wütend ist. Dann gib ihm den Laufpass und nimm dir einen, der dich beschützt. Ja, wir denken an eine ganz bestimmte Person. Genau, an ein botanisches Genie. Etwa so, knallt so groß. Der neue Superstar des Skin. Volltreffer! Wir sind gute Freunde, weiter nichts. Das wird nichts mit uns. Ich bin ein Mädchen mit Vergangenheit. Schätzchen, ist hier irgendwer ohne Vergangenheit? Ich verdiene gar nicht so einen netten, vernünftigen und plötzlich so erfolgreichen Mann wie Seymour. Das wird leider unter Minderwertigkeitskomplex. Richtig, Frau Doktor, ein hoffnungsloser Fall. Seymour ist idealistisch, doch mein Boyfriend ist halb sadistisch. Drum ist mein Auge blau und der Arm beinahe hin. Ich find Seymour zum Küssen, weil ja Männer nicht schön sein müssen. Und ich träum von dem Ort, wo ich endlich allein mit ihm bin. Was für ein Ort soll das sein, der erste Himmel? Ach nein, ich träum ja nur von einem Häuschen in einer kleinen Siedlung, gleich neben der Autobahn. Nichts Besonderes, eine kleine Straße in einem kleinen Vorort, weit, weit weg von Westgitter. Ein bezaubernder grüner Ort, wo jeder dasselbe kleine Stück Rasen vor dem Haus hat. Und denselben kleinen Hof dahinter, mit denselben Steinfliesen. Alle Häuschen so sauber und hübsch, weil eins wie das andere aussieht. Ich träume immer zu davon, nur ich, der Toaster und dein lieber Mann, Seymour. Ein Häuschen für uns zwei, mit einem weißen Zaun. Besichtige. Ja, und dann bis später.
Timo! Ja? Bist du noch nicht fertig? Ich tue ja, was ich kann. Aber mit den vielen Pflastern an den Fingern ist es ein bisschen schwierig. Du hast dich in letzter Zeit ziemlich oft verletzt. Ja, stimmt. Jedes Mal, wenn ich nach der Gartenschere greife, da geht's schief. Timo, hast du die Bestellung für Mrs. Shiva erledigt? Das habe ich vergessen. Vergessen? Wie kann man denn so eine Bestellung vergessen? Die Shivas sind wichtige Begräbniskundschaft. Das ist eine Riesenfamilie und nicht gerade gesund. Die sterben weg wie die Fliegen. Also ich sag dir eins, wenn wir wegen deiner Schlapperei diesen Kunden verlieren, dann ist es aus mit dir. Weißt du, manchmal denke ich, Mr. Muschling ist zu streng mit dir. Ach, das macht mir nichts aus. Denn ihm verdanke ich ja alles. Er hat mich aus dem Heim der Skid Row geholt, als ich ein Dreikäse hoch war. Ich durfte bei ihm unterm Ladentisch schlafen. Er gab mir Hamburger zu essen und Wasser zu trinken. Ich durfte die Böden fegen und Klos schrubben. Jeden zweiten Sonntag hatte ich Ausgang. Irgendwie habe ich das Gefühl, du solltest deine Ansprüche ein wenig höher schrauben, Sima. Ich meine, jetzt, wo der Erfolg kommt. Vielleicht kaufst du mir erstmal was Neues zum Anziehen. Sei mir nicht böse, aber bei so vielen Interviews und Fototerminen, der muss ein bedeutendes, botanisches Genie. Doch nach etwas aussehen. Ach, mit dem Einkaufen tue ich mich schwer, Audrey. Ich habe keinen so tollen Geschmack wie du. Ja, ich könnte dir ja helfen, das Richtige zu finden. Wirklich? Ja. Du würdest einkaufen gehen mit mir? Ja. Du würdest dich mit mir in der Öffentlichkeit zeigen? In einem Kaufhaus? Ja. Heute Abend? Heute Abend geht's nicht. Ich habe eine Verabredung. Aber ein andermal. Du hast jetzt auch bestimmt jede Menge Verabredungen, ja? Verabredungen? Nicht direkt. Ein paar Kleingärtnervereine haben mich angerufen. Ich soll Vorträge halten. Toll! Ja, stell dir vor, ich soll Vorträge halten. Dabei habe ich noch nicht mal den Hauptschulabschluss. Das macht nichts. Du hast Lebenserfahrung. Naja, ein bisschen. Ich bin noch nicht mal mit einem Flugzeug geflogen. Ich auch nicht. Oder in der Oper gewesen. Ich auch nicht. Oder Motorrad gefahren. Oh, das ist nichts Besonderes. Außerdem ist es gefährlich. Gefährlich? Extrem gefährlich. Ah! Ich muss schnell das mein Gesicht verrichten. Mein Freund muss jeden Augenblick hier sein. Meine Damen, darf ich euch eine Portion
anbieten. Mach doch endlich eine Fliege. Das Letzte, was Audrey braucht, ist mehr von deiner Sorte. Genau. Hallo? Ich bin einer der nettesten Leute, die ich kenne. Ich bin kein Ungeheuer, ne? Wie würden Sie es denn nennen? Ich würde es als eine Art Berufskrankheit bezeichnen. Nun ja, mein Beruf erfordert geradezu eine gewisse Freude an menschlichen Schmerz. Das Zeug ist fantastisch. Lasst euch das erklären. Schon als ich klein war, war Mama oft schockiert. Denn ich habe immer alles massakriert. Ich schoss auf Puppen mit dem Schießbonbon. Ich streute Gift in das Aquarium. Ich schmiss die Katze aus Spaß an die Wand. Da hat die Mama erkannt. Was denn erkannt? Sie hat erkannt, welch ein Talent die in mir brennt. Sie sprach, du machst die Familie deutlich. Du wirst ein Zahnarzt. Du hast kein Mitleid, dein Herz wird nicht weich. So, du wirst Zahnarzt. Das macht dich glücklich und unheimreich. Du tauschst ganz bestimmt nicht zum Lehrer. Du wirst nicht zum Priester geweiht. Du wirst ein Zahnarzt. Dann bringst du es weit. Also, meine Maschine steht draußen im Parkverbot, aber denk nach.
mach immer das, was ich dir gesagt habe, Mann. Ehrlich, solltest du dir das überlegen? Ja, ich überlege es mir. Tu das. Audrey! Hast du die Handschellen? In der Handtasche! Ja, dann gehen wir, Mann! Unsympathisch, Mr. Muschnick. Sie sollten mal hören, in welchem Ton er mit Audrey spricht. Wundert mich nicht, dass sie so ungesund aussieht. Bei dem Kerl muss man ja krank werden. So lieb, gut und schön wie sie ist, verdient sie einen Prinzen. Keinen Sadisten wie den. Oh, was für ein Widerling. Der Bursche ist eine Schande für den Beruf der Zahnärzte. Simon! Sir? Simon, ich wünschte mir, du wärst mein Sohn. Denn dir gefällt wirklich nicht gerne adoptieren. Auch wenn er mir nicht sehr gefällt, schau in die Kasse. Er bringt Geld dazu, denn ich verdiene, ey, sag ja. Wozu? Simon, ich wär gern dein Papa. Würde ich behandeln wie mein eigen Fleisch und Blut. Mit Sympathie und ohne Zank. Mit einer Vollmaffe. Mein großer Dank, ich bin dein Sohn. Mach mich nicht krank, sei bloß mein Sohn. Du Schnick und Sohn. Toll. Und jetzt so leid und voll. Es kommt, wie es kommen soll. Wie ein Blumentraum wird wahr. Und die Gurke kochelt an. Wird sich das langsam die Fisch freuen. Nun, ich bin ab jetzt ein Sohn. Papa schreibt den Vertrag, ich weine vor Rügung schon. Bist du mal alt und tapfer? Was soll ich denn tun? Soll ich mir
etwa die Pulsadern aufschneiden? Hey. Okay, okay. Was hältst du davon, wenn ich dir an der Ecke eine Portion Hackfleisch besorge? Gib mir Blut. Oh, Zoe, das ist unanständig. Frisches Blut. Oh, ich will das nicht hören. Gib's mir. Menschenblut? Gib's mir. Muss es von mir sein? Gib's mir. Woher soll ich denn nehmen? Wir sehen mal. Gib's mir heute Nacht. Du schaffst es. Dein Aufstieg mit einer Option. Junge, Junge, du bist aber naiv. Willst du ein Cabriolet, ein Jacket, das goldene Meer oder Britney Spears und Kupferdil bezahlen? Willst du auf den Openbar gehen? Willst du in der Zeitung stehen? Das ist die Platze, das Schild habe ein. Yeah.
Der nächste, bitte. Das bin vermutlich ich, Dr. Scrivello. Haben Sie einen Termin? Nein. Wir haben uns gestern getroffen. Seymour Crowborn. Ja, stimmt. Der Typ mit der Pflanze. Pflanze? Genau. Und warum ziehen Sie mit dem Gewehr auf mich, Seymour? Ich... Sie werden doch wohl keine Angst vom Zahnarzt haben, hm? Nein, ich habe keine Angst. Es tut nur ein kleines bisschen weh. Nein, Sie missverstehen mich. Ich komme nicht wegen meiner Zähne. Natürlich kommen Sie wegen der Zähne. Sagen Sie A. Nein. Sagen Sie A. Ah! Oh mein Gott! Ihr Gebiss ist eine Katastrophe. Sie haben Karies, Parodontose, Zahnfleischschäden. Abszesse? Wirklich? Wir werden das komplette Gebiss sanieren müssen, Seymour. Fangen wir gleich mit dem Weisheitszahn an. Nein! Wir reißen den kleinen ziemlich gut einfach heraus. Was halten Sie davon, Seymour? Ich muss jetzt gehen. Halt! Für Zahnhygiene muss immer Zeit sein. Wissen Sie, wohin es führt, wenn man seine Zahnpflege vernachlässigt? Und auf! Sehen Sie, Seymour, so weit kann es auch bei Ihnen kommen. Ach, wirklich? Es sei denn, wir können jetzt sofort kommen. Fangen wir an. Ich habe nicht gefragt.
voll, doch der Lauf der Dinge steuert auf sein Ende zu. Ich brauch nur gut zu sehen. Hier haben wir eine verzwickte Frage. Soll ich ihm jetzt helfen oder warte ich ab in aller Ruhe? Selber töten könnte ich nie, doch das Schicksal wird Regie. Und ich sitz im Stuhl und schaue einfach zu. Lassen Sie sich nicht verwirren, wenn ich das von mir nur das Gebot Stand.
Audrey, du musst dir keine Gedanken mehr über diesen widerlichen Burschen machen. Es gibt andere, die würden alles dafür geben, mal mit dir auszugehen. Nette Männer. Ich verdiene keinen netten Mann, Seymour. Das stimmt nicht. Aber das weiß ich schon über mich. Audrey, bitte. Mülleimer? Das ist ein Nachtlokal, in dem ich nachts gearbeitet habe, als es hier im Laden so wenig zu verdienen gab. Ich habe mir unanständige Kleider angezogen. Nicht so was Hübsches wie das hier. So was Billiges, was die Kerle scharf macht. Und ich... Audrey, das ist doch vorbei. Du musst dich für nichts schämen. Du bist ein wunderbarer Mensch. Und ich weiß, du bist es immer gewesen. Hinter all den Pflastern und Verbänden. Weißt du, was ich da sah? Ein Mädchen, das ich verehrt habe. Das ich immer noch verehre. Hoch mit dem Kopf und weg mit der Schminke. Da nimm das Tuch hier, reib die Augen dir frei. Zeig dein Gesicht, auch wenn's verweint. Es ging dir nicht gut, doch das ist vorbei. Jetzt hast du Seymour, nun bist du geborgen. Und auch ohne Make-up kannst du sicher sein. Würden Sie Seymour und mich einen Moment allein lassen?
Vielleicht gehen Sie ja inzwischen zu Ihrem Zahnarzt. Das ist nicht komisch, Dad. Du weißt, dass er verschwunden ist. Oh ja, ja. Verschwunden ist er nicht wahr? Wie konnte ich das nur vergessen, mein Sohn? Wovon spricht er, Seymour? Was hat hier gespielt? Bitte tu, was er gesagt hat, Roger. Lass uns allein. Wir sehen uns später. Ich komme zu dir, wenn es dir recht ist. Natürlich ist es mir recht. Achtung, bitte die Treppe 21. Gute Nacht, Audrey. Kleine rote Flecken überall auf dem Boden. Du benimmst dich etwas seltsam, Paps. Ich hatte auch einen etwas seltsamen Nachmittag, mein Sohn. Nach dem Termin beim Anwalt wurde ich aufs Polizeirevier bestellt. Aufs Polizeirevier? Anscheinend haben die Wohnung von diesem motorradfahrenden Zahnarzt durchsucht. Und was glaubst du, was sie da gefunden haben? Eine Tüte aus Muschniks Blumenladen an der Skid Row. Und was folgt daraus? Genau das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe mir so meine Gedanken über gewisse Dinge gemacht, die mir hier in letzter Zeit aufgefallen sind. Kleine rote Flecken. Überall auf dem Linoleum. Ich habe was verschüttet und da hat's Flecken gegeben. Schwer, den Laden sauber zu halten, nicht wahr? Besonders, weil Sie den Müll hier nur einmal pro Monat abfahren. Aber was hat das denn damit zu tun, dass die Flecken und der Müll... Wo willst du denn hin? Wenn man es eilig hat, etwas loszuwerden, sollte man es nicht in einem Müllton an der Skid Row stecken? Wovon redest du eigentlich? Davon! Ein Zahnarzt! Jetzt hat der Dieb geschaut. Letzte Woche entdeckt und ich weiter darüber nachgedacht. Jetzt hat der Dieb entdeckt. Deine roten Flecken, die waren ja eher harmlos. Kommt ihm nicht mehr an. Aber jetzt erwische ich mich mit der Freundin vom Zahnarzt. Und auf einmal sehe ich ein Motiv. Er weiß genau, was er ist. Wenn er erst beseitigt ist, hast du freie Bahn. Stimmt's? Und jetzt ist er für Ich bin unschuldig, ich schwöre! Was sagst du denn dazu? Ein Foto von einer Baseballmütze? Von deiner Baseballmütze? Die Polizei hat sie ins Privatus Praxis gefunden, mir gezeigt und mich gefragt, ob ich sie identifizieren kann. Und? Ich habe nichts gesagt. Sie haben nicht den leisesten Verdacht gegen die Seymour, aber sie wissen auch nichts von den Flecken, dem Kittel und der Freundin. Ach, ich war's nicht! Ich bin zur Polizei und sag's ihnen! Du musst nicht, Alles stimmt und passt. Nur damit ich mein Gewissen beruhige. Jetzt sag ich an. Also, was ist? Ich steck den dicken Winter. Gut, ich geh. Warte nicht, denk doch an deine Zukunft. Warte nicht, denk doch an Arten. Warte nicht, hör das auf den Zähnen. Hast du noch den Safe gegeben? Nein. Warum denn? Ich habe die Kombination vergessen. Simon, da sind ein paar tausend Dollar drin. Wo ist das Geld? In der Pflanze. In der Pflanze? Ich habe gedacht, da
da ist es am sichersten. Kein Dieb würde doch da reinschauen, oder? In der Pflanze? Ja, aber wie soll ich es denn da rausholen? Einfach anklopfen. Ich halte das nicht aus! Hör mir bitte auf!
dann irgendwas. Warum bist du nicht tierisch, Timo? Du wirst doch wohl noch eine Pflanze versorgen können. Ich habe den Eindruck, du bist überarbeitet. Allein mit dem Laden hier. Das ist so viel für dich. Wann wollte Mr. Muschnick wieder da sein? Du hast mir doch gesagt, er hätte dir eine Nachricht da gelassen, dass er seine Schwester besucht fährt. In die Tschechei. Ja. Das kann sein, dass er sehr lange wegbleibt. Ein Nichts, ein Niemand. Würdest du mich trotzdem mögen? Ich würde dich trotzdem lieben. Gut. Dann steht mein Entschluss fest. Was für ein Entschluss? Simo! Keine nächtlichen Fütterungen mehr! Schluss mit dem Gebär nach Blut! Hübsches Auto und hübsches Häuschen und keine Pflanzen. Keine einzige Pflanze. Simon, du redest merkwürdiges Zeug. Morgen werde ich dir alles erklären, Audrey. Aber jetzt musst du gehen, bitte. Aber ich kann dich in diesem Zustand doch nicht alleine lassen. Mir geht's gut. Wirklich? Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Mach dir gar nicht Sorgen. Bitte. Auch nicht mit Baldrian.
wenn sie behindert sind. Simon! Simon! Simon ist nicht hier, nur ich. Großer Gott! Da wundern sie sich nicht. Ich bin die Pflanze, die spricht. Ich kann's nicht glauben. Glaub's nur, sie spricht. Träum ich etwa? Nein, und ich bin auch kein weißer Hase, Baby. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mach dir nicht ins Hemd, Bubbe. Bitte tu mir einen Gefallen. Einen Gefallen? Schau meine Zweite an. Wir sind etwas schissen, Baby. Was hast du mir denn jetzt ein Drink? Ich weiß nicht, ob ich... Mit ist das einmal so heiß. Für meine Zweite. Hat nur ein Drink im Bund. Deine Zweite ist nicht rausgekommen. Ich brauch ein Glas und ganz Eis. Ich hol die Gießkanne. Nur etwas Flüssigkeit. Thank you.
all dem, von dem sie eben Zeuge wurden, gab es manchen Fall, der diesem verblüffend ähnlich war. Es wuchsen Pflanzen, Menschen verschwanden. Und wer hat schon den Zusammenhang verstanden? Ah!
and go. So, you know, you saw it all right here. As I said, I'm a mean green mother. I'm playing with you. See, my little brother right here gonna take care of everything. It's gonna take over the world. Yeah, I look at her here. Ja, so eng habe ich es hier, wa? Und auch noch zugemüllt mit allem möglichen. Außerdem kriege ich hier immer lahme Arme.